eine extra für euch jetzt hier. Tagbau. Muss man jetzt hier in die Zaubertruhe reingucken, was wir haben. Wir brauchen auf jeden Fall, brauchen wir Zwiebeln. Die brauchen wir hier. Kartoffeln nehmen wir. Gehackte Tomaten. Bud Spencer Kidneybohnen. Einmal. Bud Spencer Kidneybohnen zweimal. So. Champignons hauen wir auch noch mit da rein. Passt immer. Ja, das ist ja schon mal ein guter Ansatz. Stefan spendiert auch noch hier ein. Ne? Wenigstens etwas. Ja, ne, ist immer geil. Ja, aber das ist jetzt meine Portion. Was isst du denn jetzt, Stefan? Hä? Was hast du denn jetzt auf meine Ecke gestellt, oder? Das ist doch deine Ecke und das ist meine Ecke. Stimmt, scheiße gelaufen. Ja. Tschüss. Gigantisch. Der Stefan hat einen mega geilen Platz rausgesucht. Wir stehen hier mitten, das ist ein riesengroßer See. Gehen wir gleich, werden wir gleich essen, gehen wir darüber. Richtig, richtig mega geil, ehrlich. Richtig krass. Jo, ich habe den gar nicht gesehen. Wo ist denn der See? Stefan erzählt er vom See. Ich sage, ich will den mal sehen, den See. Ja, Alter. Wie läuft der? Kartoffelchen. Zack, gib ihm. Schon mal den Topf ein bisschen vor. Blöd ist, die haben gar kein Öl. Alter, ey. Könnt ihr das hören? Da zischt schon. Zischen ist immer gut. Ich drehe den mal ein bisschen runter, sonst, ich wollte sagen, sonst friert der mir an. Stefan drückt sich wieder vor der Arbeit, ist wieder abgehauen, weißt du? Alter, das kann mir zählen, ey. So. Mal ein bisschen runter. Ich habe doch gesagt, ich habe kein Öl, Freunde. Und deswegen muss ich das jetzt ein bisschen weniger hier machen. Ja, Freunde, das riecht schon. Das duftet. Alter. Vorab kann man immer ein bisschen Salz reintun. Das ist immer ganz wichtig. So. Aber jetzt müssen wir hier noch eben schnell ein bisschen, wir müssen ein bisschen Flüssigkeit mit reinkriegen, sonst verbrennt uns das, weil die kein Öl haben, Stefan. Ich hab Öl. Ich such vielleicht eine Pflaume. Was hättest du mir mal sagen? Eine Backpflaume. Ja. Ja, du hast doch nicht gefragt. Brauchst du jetzt noch was? Nee, jetzt geht. Ich wollte halt ein bisschen andraten, aber kein Ding. Ich hab Öl, verstehst du? Alles klar. So, komm weiter mit den Kartoffeln hier am Start. Immer schön ein bisschen mit der Säbelzahnmesser hier. Ich habe sogar das gute Mazzola-Öl. Wow, Alter. Kann man ein bisschen reinmachen? Ja, ein bisschen kannst du ruhig mal reinmachen. Ist doch geschmeidig, oder nicht? Ja, das ist sowas von geschmeidig. Das ist doch ein edles Tröpfchen, ist das. So? Ja, reicht. Ein bisschen Paprika kommt schon mal vorab. Für die Farbe, Freunde. Ich will nicht hoffen, dass das Chili gewesen ist. Ich kann das nicht so ganz gut erkennen. Bei Nacht im Dunkeln hier.
Aber wir tun noch ein bisschen Zitronenpfeffer da dran. Zitronenpfeffer ist geil. Hier, Freunde. Wir nehmen mal das große Fach. So, die ist so gut. Jawohl, das geht schon. Ich gehe die Butter rüber. Und nochmal eine Prise Salz da dran. Der Koch ist ein Idiot. Ja, die müsste man eigentlich ein bisschen auswaschen, ne? Einfach wegschütten die Soße. Naja. Oh, das riecht schon so lecker nach Pilzen oder so. Hast du Pilze reingemacht? Ja, klar. Oh, geil. Das kommt jetzt schon mal hier rein. So. Nummer 1 von den Bud Spencer Bohnen, Freunde. Nummer 2. Nur ein bisschen der Sud weg. Nicht allzu viel. Schauen wir, dass du das überhaupt ist. 2 Tage nur. Du hast 2 Currywürste gegessen und ich habe 2 Currywürste gegessen. In 2 Tagen wurde mir. Und sonst nichts. Drauf ist, ne? Meistens hast du doch, wenn du so eine Ketchup-Pulle hast, ne? So mit so einem Squeezy hier drückst du drauf, ja. Spritzt da raus, ja. Die Pulle. Wenn du hingehst, ne? Ja. Machst den Deckel nicht ab, die Schutzfolie, ne? Machst du hier so ein Loch da rein, machst sie wieder drauf. Denkst du so, Alter, war da der dann eine Klatsche? Also machst sie wieder drauf, machst du dann, und jetzt pass mal auf, ganz geschmeidig kommt da ein Strahl raus. Ah, das ist gut. Ja, sauber. Wieder was dazugelernt. Die Kinder spritzen da immer so mit rum, das ist immer ja, so. Das so Ding nicht abmachen, sondern einfach nur so ein kleines Loch reinmachen, dann kommt das schön in Ruhe da raus, sagt hallo, hier bin ich. Ich komme ein bisschen raus. Jo. Du. Mega. Oh, noch eine Du. Ja, sehr. Hau rein. Das ist ein bisschen noch für die. Kommen noch geschälte Tomaten, weiße klein gehackte geschälte Tomaten. Alter, ist das geil. Boah. Der ganze Topf ist jetzt für mich alleine. Ja, du darfst von der Ferne aus gucken. das ist ein richtiger Bud Spencer. Das ist ein richtiger Bud Spencer Topf. Geht nur normal, wenn es nur die Würste sind. So. Genau so ist er richtig. Werden jetzt auch noch schnell und dann gibt ihr den einmaligen megantischen Bud Spencer Kartoffelbohnen Champignon normalerweise noch mit richtig Hackfleisch Eintopf. Den machen wir das nächste Mal. Boah, mir läuft da was im Mund. Wir haben so einen Kohldampf. Jetzt stehen die Autos da hinten. Wir sind hier am See und
keine Werbung, keine Produktplatzierung. Selbstverständlich gibt es zu so einem leckeren Essen. Aus der Tasche mal eben gezogen, natürlich auch die Krummacher. Wir sind hier am Start mit dem Löffel. Und ansonsten, Freunde, hier, der Tisch ist reichlich gedeckt. Ne? Wir machen jetzt das Spätabendmahl. Ich mach das Bier mal auf. Ja, das ist eine gute Sache, Stefan. Das ist etwas, was ich mache hier. Ohne Fleisch. Ja, das ist Gitarrenscheuer. Okay. Ich habe mir hier die kleine Schüssel mitgebracht. Alter, wo war das, ey? Ich weiß nicht, was vom Bild ist. Ja. Am besten gucken wir vom Geschmack jetzt, auch nicht vom Bild, sag mal. So, das reicht jetzt erstmal. Ah, Freunde. Peter. Mal eben ganz schnell gezaubert hier. Aber wir haben echt den ganzen Tag so gut wie gar nichts gegessen. Ey. Alter. War doch trotzdem gut. Ja, guten Appetit. Da wünsche ich dir mal gut, guten Appetit. Ja, dir auch guten Appetit. Oh ja. Egal, was wir jetzt essen würden. Ich glaube, uns wird einfach alles schmecken. Ja, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video auch geschmeckt. Und müsst ihr nachkochen, müsst ihr auf jeden Fall noch ein bisschen Hackfleisch mit rein tun. Mega geil. Aber so für auf die Schnelle mal eben so, wenn du so kurz anhältst, hier so kurz vorm Abend. Was sagen die? Ach, guck mal da, wie geil sieht das denn aus? Guck mal, da ist der Vollmond, der scheint da noch so durch. Ist ein riesengroßer See. Ja, bin mal morgen gespannt, aber das seht ihr dann wieder im nächsten Video, ne? Wie das denn morgen früh alles, die ganze Geschichte ist. Freunde! Wir wünschen euch, dass uns das Video gefallen hat und haut rein. Bye bye. In diesem Sinne, sehen wir uns spätestens im nächsten Video. Hammer.